Ich bin Juri Podlatschikow, 23 Jahre, alter Mensch aus der Schweiz, aber in Russland geboren, habe russische Eltern. Und ich snowboarde für mein Geld. Sagt man das so? Ich bezeichne es eben nicht sehr gerne als Job, weil ich es sonst auch machen würde, auch ohne Geld. Snowboarden löst bei mir viel mehr Gefühle aus als alles andere auf der Welt. Und deswegen snowboarde ich. Im Moment verändert sich mein Leben noch so fast jeden Tag, jede Woche auf jeden Fall. Sehr schnell und sehr intensiv. Und ich fotografiere am liebsten Gesichter, also Porträts, aber in verschiedenen Lebenssituationen. Ich würde meine Fotografie als einfach und schön bezeichnen. Als ich angefangen habe zu reisen, vermehrt zu reisen, stieg das Interesse. Weil du, wenn du zurückkommst von einer Reise, irgendwann wieder in deinem Zimmer sitzt und zurückblicken willst. Und wenn du Fotos davon hast, die dich besser erinnern daran oder bessere Gefühle ausschütten, ist es ein schöneres Gefühl. Die Freude, die ich daran habe, ist schon riesig, aber wenn man sie teilen kann, wenn man Menschen findet, die Freude an etwas empfinden, was dir alles bedeutet, das ist einfach, da explodieren die Gefühle. Und das Ziel ist ganz einfach, das so weit weiterführen, wie es nur geht.